Ja, servus Leute, willkommen zurück. Ja, willkommen zum Dienstagsvlog. Den seht ihr ja jetzt quasi um 16:30 Uhr. Bei mir ist jetzt Samstag früh. Ich habe gerade meine Pferde ihr Futter runtergetragen. Und er immer stolziert hinten herum. Die sucht sich die besten Brocken immer raus. Und die Hanna muss natürlich mittendrin stehen. Ja, so ist es halt. Ja, die haben ihr Futter gekriegt. Ich mache jetzt meinen Stall sauber. Ich habe zwei Begleiter heute dabei. Den Riley und die Paula. Das ist mein Anna Katz. Ne? Ja, die fegt da außen mit rum. Und jetzt würde ich sagen, machen wir meinen Stall sauber. Ich bin gespannt, wie er ausschaut. Gestern Abend habe ich ihn sauber gemacht. Ja. So sieht der Stall aus nach einer Nacht. Schön, gell? Und dass da hinten geweißelt war, da sieht man auch nichts mehr davon. Das ist auch wieder alles runtergerissen. Ja, typisch Pferdchen. Na, ich mache das Ganze jetzt mal sauber. Und wenn ich sauber habe, zeige ich euch nochmal, wie es ausschaut. Ist jetzt, wie gesagt, momentan jeden Tag meine Arbeit. Nicht, dass hier jemand glaubt, ich habe das jetzt wieder 3 Wochen liegen lassen oder was. Eine Nacht. Gestern Abend um 5:30 Uhr habe ich ihn sauber gehabt. Bis gleich. So, schneller Vorlauf. 10 Minuten später schaut das Ganze dann schon so aus. Der Mist ist weg. Klar, der Boden ist noch ein bisschen feucht, ist logisch. Das lüftet aber ab. Ganz normal. Ja, alles sauber rausgekehrt. Hallo Maggie. Hallo Maggie. Ja, und auch hier draußen. Alles sauber. Die Wasserkübel habe ich gestern voll gemacht. Ja, die Mörtelwannen sind schon angefangen. Die große Wanne haben sie noch nicht. Da muss ich dann morgen Abend wieder Frischwasser auffüllen. Das langt normalerweise mit die Menge da. Das sind, die Badwanne hat 200 Liter und die Mörtelwanne haben jeweils 60 Liter. Das sind immer 320 Liter Wasser, reichen 2 Tage. Und dann braucht es halt neu. Aber es ist im trockenen Jahr wie heuer natürlich nicht zu ändern. Da schaut die Hanna ums Eck. Alter Schmutzfink. Der Jockel ist auch da. Gell, Schlitzohr. Das kommt davon, wenn sie Ohrmarken drin haben und hängen bleiben. Deswegen haben sie keine mehr drin. Er hat noch nie welche gehabt. Er hatte welche. Die eine habe ich dann noch rausgenommen. Da ist ein Loch. Ja. Da hatte ich schon eine Diskussion mit dem Veterinäramt. Bin gespannt beim nächsten Mal, wer dann wieder kommt. Ja, hilft ja nichts. Ich habe gesagt, die Ohrmarken, ich habe sie. Die liegen oben, wenn ihr sie sehen wollt. Die Ziegen, die waren nicht geschlachtet. Gell? Ja, die müssen rein. Dann sage ich, na, und wo soll ich in das Ohr da denn noch welche machen? Hinten rein dann. Da fetzt er sich das gar ab, habe ich gesagt, nee. Und das hat schlimmer ausgeschaut. Also jetzt schaut es ja schon wieder recht gut aus. Schade natürlich fürs Ohr. Es tut mir leid ums arme Viech. Gell? Aber das ist der Mist. Ich habe eine gekriegt mit Ohrmarken. Und ja. Hängen geblieben am Elektrozaun mit dem Ohr. Die Ohrmarke rausgerafft. Naja, und das ganze Ohr mit zerfetzt. Und so sieht der Mist dann aus. Nicht schön. War damals recht blutig. War entzündet, eitrig. Geschrien hat er. Also so viel zum Thema, das tut ihnen nicht weh. Von wegen. Und ja, das letzte Mal, wie sie da waren, habe ich ihnen gesagt, naja, also Ohrmarken drinnen gehabt hatte. Ich habe sie auch oben liegen, wenn ihr sie sehen wollt. Aber ich werde sie nicht mehr reinmachen. Oder soll ich sie als nächstes hinten in den Schwanz reintacken? Oder wie? Ja, naja. Wenn sie geschlocht werden, habe ich gesagt, die waren nicht geschlocht. Die bleiben bei uns auf dem Hof. Und jetzt haben sie es einmal akzeptiert. Ich weiß aber damals, haben wir es gehabt. Da war ein anderer vom Veterinäramt da und der hat partout darauf bestanden, die Ziegen, die 20 Jahre alt waren, dass die noch Ohrmarken brauchen. Ja, mussten wir damals neu machen. Dasselbe Spielchen, hat auch nicht besser ausgeschaut. Die Anna hat sich das Ohr komplett abgerissen. Deswegen habe ich gesagt, nichts gibt's. Solange wie ich es vermeiden kann, kriegen die keine. Ne, ihr zwei. Jockel. Du willst ja immer nicht.
Ne, Maggie ist ein Wildfang. Keine Streichelziege. Na, jetzt machen wir mal gar fertig und dann zeige ich es euch nochmal. So, und jetzt haben wir den Stand, wenn der Stall fertig ist. Die haben sich gleich mit hier reinbegeben. Der Gandhi, der Maggie, der Jockel und die Dicke da ist die Hanna. Na Mädchen, starblicher Monster. Ja, die Ziegen, die Rassen sind mir unbekannt. Sie ist eine Noriger Stute, er ist ein Isländer, aber Losser Mix. Da bleiben. Ja, und eine Emma steht noch draußen. Die war die Reste vor die Äpfel und Bann und dem auffressen, was die Pferde nicht gemacht haben oder liegen lassen haben. Jockel, du ärgerst mir nicht den Hund. Nein. Ja, so schaut es auf alle Fälle dann aus, wenn ich fertig bin. Und bis morgen gehe ich davon aus, schaut es wieder so aus wie vorhin, wie ich es euch gezeigt habe. Das ist eigentlich so der übliche Weg. Kann ich nicht vermeiden, klar. Ich habe schon probiert mit Sägespäne unten drunter, unter dem Stroh, dass er wegen mir die Feuchtigkeit aufsaugt. Bin ich wieder davon abgekommen, ist ein elendes Gebapp. Noch schlimmer dann den auch, wenn du da fertig bist. Ich mag es jetzt nur mit Stroh, sowas immer. Ist halt einfach so, da kommt immer ein Ballen, ein kompletter Ballen kommt rein. So schaut es dann aus, die verteilen den natürlich dann mit die Hufe, ganz klar. Momentan ist es sowieso so, die schlafen nachts draußen auf der Koppel. Die Temperaturen passen draußen, die schlafen eh nicht im Stall. Ich gehe aber auch nicht her und tue den ganzen Stall einstreuen. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich dann rein muss, zuerst einmal den ganzen Dreck, vor allem da die Tür, wenn du aufmachen willst, das ist nicht optimal. Da kommt nur eine Emma. Emma, bist fertig? Die schlägt noch. Ja. Da sind sie begeistert. So viel dazu. Die Ställe sind fertig. Ja, das letzte Mal haben wir ja schon geschrieben, die IHC-Felgen werden schick. Ja, nun sind sie es. Guck sich das einer an. RAL 1015, Hellelfenbein. Richtig schön lackiert. Das hat mein Vater gemacht. Der war da damit beschäftigt. Ja gut, die ein oder andere kleine Lacknase gibt's, aber ach, ist ein Ackerschlepper. Ganz hundertprozentig kannst du das gar nicht machen. Aber ich sag so, im Großen und Ganzen ist er richtig gut geworden. Und die Lacknasen sind da entstanden, wo halt zum Beispiel hier die Felgen zusammengeschweißt sind. Weil du hier in diesem Rand immer den Rost drin hast. Da hat er probiert, ein wenig Farbe reinzukriegen, aber sobald du da mehr Farbe rein tust, dann fängt das Laufen an. Ist blöd, kriegst du einfach nicht dicht. Beim Kramer habe ich letztes Jahr mit Pinseln gearbeitet, habe das versucht ein wenig zuzustopfen. Sahne das Gelbe vom Ei. Das ist einfach eine blöde Stelle. Müssen wir damit leben. Ja, aber die schauen doch wieder richtig gut aus. Die stehen jetzt hier noch aufgebockt zum Aushärten. Und ja, irgendwann nächste Woche kommen dann die neuen Reifen drinnen an und die kommen dann da drauf, die werden da drinnen montiert, das machen wir nicht selber. Die haben eine Maschine und das zahlt ja wie gesagt alles die Versicherung, also alles montieren, wäre ja schmarrn, wenn man es dann selber macht. Ist eher Plackerei, also wir haben das letztes Jahr, haben wir die Vorderräder selber gemacht. Das ist eigentlich ist es kein großes Thema, es geht schon, aber wenn man es sparen kann, passt doch. Ja, die sind auf alle Fälle fertig. Und da halte ich euch auf dem Laufenden, wenn die neuen Reifen kommen. Das seht ihr dann. Dann ein kleines Update zum Kramer. Ich habe die Kotflügel ja meinem Vater mitgegeben, der wollte ja mal abgeben, welche am Sonnenstrahl nachfragen. Und ja, die werden jetzt gesamtstrahlt. Was es kostet, weiß ich nicht genau. Ich glaube 110 oder was er gesagt hat. Für beide, aber dann wirklich blitzeblank. Die machen auch die Stellen, die ich abgeradelt habe, noch einmal gründlich mit. Und ja, dann habe ich zwei frisch gestrahlte Kotflügel und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, und was treibe ich dann hier ein bisschen? Ich habe den Radlader gerade rausgefahren und die Schaufel raus. Wir brauchen den Kipper draußen. Hui! Der frischt schon über seinen Ball.
brauche den Allgäuer, muss den Kipper rausfahren. Heute kommt das Heu, was mir versprochen worden ist. Das kriege ich heute angeliefert. Leider bin ich selber da nicht da, da bin ich auf der Arbeit, ich habe Spätschicht. Blöderweise, und dann heute eine beschissene Spätschicht. Ich muss von 1 bis um 8 arbeiten, also von wegen 6 Stunden, auf die ich verkürzt habe. Ja, das ist, na, ich sag da jetzt nichts dazu. Die Arbeitsstelle da drin, das ist sowieso irgendwie so ein wenig ein Thema. Na, egal. Auf jeden Fall, der muss jetzt raus. Dazu nehme ich den Allgäuer. Und warum ich den Allgäuer nehme, das sage ich euch gleich. Ich bin im letzten Video gefragt worden, warum ich eigentlich nie den Kramer vor den Kipper hänge und immer bloß den Allgäuer oder den IHC. Der Kramer hätte doch mit 28 PS mehr PS wie der 12 PS Allgäuer. Ja, von der PS-Leistung will ich gar nicht leugnen, das stimmt tatsächlich. Hat der Kramer natürlich mehr, der plagt sich weniger, das Ding zu ziehen. Aber der entscheidende Punkt, warum ich den Allgäuer oder den IHC davor habe, auch wenn es gut ausschaut, ich meine, ich fahre da gern mit dem Kramer, mit dem Kipper. Die Beladungsverhältnisse sind beim Kipper so, wenn du den recht voll knallst, sei es mit Heu oder Stroh oder sonst was, der hat eine recht hohe Stützlast vorne. Die stört einen IHC sowieso nicht. Der hat ein Eigengewicht von fast 4 Tonnen, das juckt den überhaupt nicht. Der Kramer hat ein Eigengewicht von 1,8 Tonnen. Solltest ja meinen, das juckt den eigentlich auch noch nicht. Problem ist beim Kramer, wenn man da jetzt davor stängert, beim Kramer sitzt der Motor nicht wie bei einem Allgäuer hier vorne, direkt über der Vorderachse, sondern der sitzt ein ganzes Stück weiter hinten. Beim Kramer sitzt der quasi hier drin. Und da vorne auf der Vorderachse sitzt bloß so eine Batterie. Und was hat denn so eine Batterie? Ja, nehmen wir mal gute 30 Kilo, wenn die jetzt vielleicht hat. Überhaupt. Das ist kein Ballast vorne drauf. Die Achse ist einfach zu leicht, du hängst den Hänger hinten an, hast da recht große Stützlast und der macht von einem Männler. Ist irgendwie blöd gelöst. Nicht optimal. Ist halt leider so. Wenn man es weiß, ist es kein Problem, fährt man halt ein wenig vorsichtiger oder muss mit dem Beladen ein wenig aufpassen. Am Drehschemel hat er zum Beispiel überhaupt kein Problem, das macht nicht gar nichts. Aber beim Kipper, gerade durch die hohe Stützlast, hebt er dann recht schnell ab. Ist halt einfach so. Und das Problem habe ich, wie gesagt, bei einem 12 PS Allgäuer überhaupt nicht. Den hängst du dann an. Der hat das Gewicht so weit vorne raus, das sieht man ja auch schon, der Schlepper ist recht lang im Ganzen. Das ist diese Wespenteilchenbauweise, weil der eigentlich Zwischenachsgeräte anbauen kann, Häufelpflug und was da alles gibt oder gab. Und ja, das ist der Grund eigentlich, dass der Motor so weit vorne sitzt. Und dadurch, wie gesagt, haben wir das volle Gewicht auf der Vorderachse. Und dann hat der trotz seiner, jetzt schaue ich einmal schnell nach, zulässigen Gesamtmasse, müssen wir jetzt gleich dazu sagen, von 1420 Kilo, also 1,4 Tonnen, so in dem Zustand, wie er jetzt dasteht, der hat er nichts weiter dran, wiegt er vielleicht um die 980 bis 1000 Kilo oder sowas in den Dreh. Trotz des geringen Gewichts stört es den nicht, wenn er einen Kipper dran hat. Auf geht's!
schalte ich jetzt auf rückwärts um. Ich habe ja keinen Rückwärtsgang. Gangschaltung. 1, 2, 3, 4. Wo ist der Rückwärtsgang? Da ist nichts mit Leitrücken oder irgendwas. Hochheben, hochziehen. Das ist die Besonderheit beim Allgäuer. Wenn ich jetzt im zweiten Gang rückwärts fahren will, ich habe nämlich 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge, kann ich Gang 2 einlegen. Wenn ich jetzt die Kupplung kommen lasse, fahre ich aber vorwärts. Wie kriege ich den Rückwärtsgang? Ganz einfach, Umsteuerhebel. Ich kann hier das Getriebe umsteuern. Hebel wieder runter. Und dann. Seht mal, ich schleppe im zweiten Gang rückwärts. Eine kleine Besonderheit bei dem Ding. Das ist das Schöne, den Schlepper hat mal vorher gesagt, wenn du den Berg rauf fährst, dann weichst du nach. Getriebeumschalthebel rein. Kannst du sogar am Berg rückwärts wieder anrollen lassen. Das kannst du mit den anderen Schleppern normal nicht, aber da kannst du den hohen Gang einlegen. Und kannst theoretisch hergehen und kannst den rückwärts wieder anrollen lassen. Alles drin unterkrieg. Sonst muss der Kipperhausen stehen bleiben, aber ich muss demnächst ja wieder Mist verfahren. Und an die Lore komme ich nicht ran, wenn ich zu weit mit dem Kipper unten stehe. Dann bleibt er hier oben stehen zur Not. Mit dem Allgäuer wieder runterfahren oder mit dem Kram ist ja kein Problem. Jetzt lasse ich ihn erst am Anfängen am Bulldog und dann sieht man schon. Ja, und nehmen wir Handbremse nochmal. Wie funktioniert die? Bremspedal durchsappen. Den Hebel bloß vor. Das ist meine Handbremse. Mehr hat er nicht. Ja, das war's. Ja, gestern sind die neuen Ballen gekommen, die Rundballen. 13 Stück an der Zahl. Ich stehe jetzt hier vor einem. Das sind die guten Stücke. Tja, was wird der im Durchmesser haben? 1,70 soll er haben, glaube ich jetzt fast nicht. Ist ein bisschen kleiner der, aber da sind schon auch größere dabei. Na, der spielt keine Rolle. Hui ist hui. Ja, also im Vergleich zum kleinen HD-Ball ist der schon ein ganz schöner Brocken. Ja, hier unten auf dem Zwischenboden liegen insgesamt 4. Also eine ganz da hinten, 2, 3 und 4. Und ein Stockwerk höher. Da liegen dann noch einmal insgesamt 9 Stück. 13 Ballen. Ja, nach oben können wir aber im Moment nicht gehen. Da muss erst was repariert werden. Beim Runtergehen von oben ist ein kleines Malheur passiert. Ja, die oberste Stufe von der Treppe ist rausgerissen. Die war früher der Balken hier oben rangenagelt. Und hier drüben an dem Balken rangenagelt und auf dem Balken war die Treppe befestigt. Ja, jetzt hängt sie quasi bloß noch hier an dem Stützbalken. Und ist hier drüben
freischwebend. Natürlich nicht so toll. Da muss ich ein paar Winkel organisieren und dann muss ich erst einmal die Stufe wieder hier reparieren. Und da kann ich euch oben die Ballen auch mal zeigen. So Freunde, die Treppe ist wieder repariert. Habe ich schnell gemacht. Es ist zwar Sonntag, aber sowas muss man machen. Das ist gefährlich. Treppt irgendeiner da, der geht rauf, weil er Heu holt oder was. Und bricht nein. Da kann ich nicht sagen, weil Feiertag ist oder Ruhetag ist oder sonst was. Da mache ich nichts. Ja, repariert ist er. Und wie schaut das Ganze aus? Ich habe es jetzt nicht gefilmt. Ganz einfach aus dem Grund. Ich bin ja kein Heimwerker-Kanal, sondern wir machen Farmvlogs. Ja, ich habe jetzt da einen Winkel ergänzt. Also die waren mit langen Dachnägeln drin, so Zimmermannsnägel, die Nägel gehen bis hier rauf. Die habe ich wieder reingeschlagen. Der eine geht schräg hier rüber, den habe ich wieder reingeschlagen. Habe zusätzlich hier jetzt einen Winkel reingemacht und hier ein paar lange Schrauben unten versenkt, die in den Balken gehen. Dasselbe Spielchen auf dieser Seite hier drüben. Auch einen Winkel reingemacht, das sitzt jetzt alles wieder mega stabil, da geht nichts mehr kaputt. Ja, und an dieser Stelle, wo die Treppe dann quasi hier drauf liegt oder anliegt, da habe ich auch einen Winkel reingemacht, dass wenn man die Treppe hochsteigt, dass da nichts mehr passieren kann, dass man da nicht davonrutscht. Ich wollte ihn eigentlich erst auf die Oberseite machen, also hier oben. Das funktioniert aber nicht, da habe ich nicht genug Fleisch, also nicht genug Holz. Deswegen habe ich es jetzt da reingemacht. Halten tut es auf jeden Fall. Die Treppenstufe bricht so auf jeden Fall nicht mehr raus. Die sollte jetzt wieder einige Jahrzehnte halten. Ja, da sieht man schon, der Dachnagel, der geht an der Hüben rein und steckt da im Holz, der ist schräg eingeschlagen gewesen. Hat ja eigentlich auch viele Jahre gehalten. Aber irgendwann ist halt alles einmal erschöpft. Machen wir mal einen Test. Steht. Passiert nichts mehr. Ja, die Ballen hier oben wollte ich euch noch zeigen. Wie hat sie der Vater hochgekriegt? Ja, der hat sie mit dem Heugreifer hochgefahren. Also ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Hat aber offensichtlich, ja, und einen hat er quasi hier rüber gerollt. Einen hat er dahin gerollt. Einen dahin, wo er quasi runtergefallen ist. Der eine ist ein 500 Kilo Ballen. Der ist richtig brockenschwer. Und die hier oben, da könnte ich mir auch vorstellen, das könnten gut die 1,70 sein von der Höhe. Also da drüben einer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ja, die sind alle hier oben. Und ich denke, so ist es schon mal ganz gut. Ein bisschen Heu ist wieder da. Wie gesagt, zwei Kipper voll kriege ich noch. Es ist zwar loses Material, aber immerhin, das ist auch ein wenig was. Zwar so Fude. Da schauen wir mal, was das noch gibt. Und dann hoffe ich doch, dass ich über den Winter komme. Weil, wie gesagt, von meinem ersten Schnitt, das Heu liegt da hüben. Also falls es nicht so dunkel ist und man erkennt überhaupt was. Ja, die Welt ist es nicht. Unten ist dieselbe Menge nochmal. Und von diesen Vorräten zähre ich schon. Also ich bin schon fleißig drüber, Heu da davon wegzunehmen. Hilft ja nichts, wenn nichts mehr übrig ist, dann muss man. War letztes Jahr, wo durch den Haufen Regen habe ich keinen dritten Schnitt zusammengebracht. Ja, und dieses Jahr kriege ich nicht mal einen zweiten Schnitt zusammen. Ja, sage ich mal so, blöd gelaufen, ne? Was wollen wir machen? Aber gut. So. Die Treppe drüben ist wieder komplett repariert. Das passt soweit. Die ist wieder richtig massiv. Ja, so viel dazu. Ja, was jetzt dann gerade mein Vater gesagt hat. Gestern war er auf der Arbeit drin. Da hat er die Klimaanlage von meiner Schwester in Autodore gemacht. Füllt. Und er hat gestern ein wenig Zeit gehabt. Er hat sich innen nochmal über die ganzen Lager gemacht von dem Motor, von dem MWM KD12. Das ist jetzt quasi einmal der Block vom KA15 und die Kurbelwelle vom K15. Und er hat es jetzt gestern alles einmal vermessen. Ja, und eigentlich die Kurbelwelle vom K15 hat rein optisch gesehen besser ausgeschaut als die vom KA15.
Und jetzt beim Messen hat sich herausgestellt, die Sache schaut folgendermaßen aus. Die Kurbelwelle vom K15 steht auf Endmaß. Die Hauptlage sind in Ordnung, dafür steht die Kurbelwelle auf, also die, für die Bläulage auf Endmaß. Es gibt quasi keine Bläulage mehr dafür, wenn die jetzt geschliffen wird. Dann müsste man Semilage reinmachen, also Rohlinge, und müsste halt selber zuschleifen. Ist kein Problem, ist machbar. Beim KA15 bei der Kurbelwelle, das sieht so aus, da sind die Bläulage noch auf Untermaß, noch nicht auf Endmaß. Dafür sind die Hauptlage scheinbar nicht mehr in Ordnung. Jetzt ist die Überlegung, entweder ich gehe jetzt her und mache Semilage neu. Die sind vom Anschaffungspreis ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht genau, was sie kosten, muss er erst nachgucken. Auf alle Fälle günstiger wie die Hauptlage, oder ich mache zwei neue Hauptlager rein und nehme dann die vom KA15 und schleife die auf Endmaß. Dann schaut das Ganze so aus, ein Hauptlager 250 Euro, zweimal brauche ich, eins vorne, eins hinten, bin ich kostenmäßig bei 500 Euro. Das ist natürlich die große Überlegung, die Semilager, wenn sie günstig sind, macht mir die rein. Mal sehen. Bin ich mir auf alle Fälle noch nicht schlüssig. So Leute, wir haben Montag, ist schon wieder soweit, morgen kommt der Vlog. Ja, was ist noch passiert? Gestern am Sonntag, ganz einfach, ich habe die Treppe repariert und abends habe ich mir noch was geholt von einer guten Bekannten. Jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder welche schimpfen, sage ich ja, das kann der nämlich so gut. Guckt mal her, ich habe da noch jemanden dazu gekriegt, zwei Junghähne. Der eine heißt Rasputin, der andere Konstantin. Das sind zwei Australab-Junghähne. Das ist der Roadrunner, der Große, der immer so schön kräht. Wo ja schon einige Leute sich beschwert haben. Ich möge das doch bitte rausschneiden, das werde ich natürlich nicht machen. Ich habe die gekriegt, sie konnte sie nicht mehr halten. Sie hat 8 Hähne und nicht so viele Hühner wie ich. Ich habe mehr Hühner und jetzt sagt, ich probiere es einmal. Ich habe sie geschenkt gekriegt. Die konnte sie leider auf keine Ausstellungen mitnehmen. Das sind eigentlich richtig schöne Hähne, die, wenn einmal groß sind und dann so ausschauen wie mal andere, wären normalerweise Top-Ausstellungshähne. Problem ist, die hat die Ringe gekriegt und recht spät. Die hat sie nicht mehr über die Beine drüber gekriegt. Und ja, das Ende vom Lied ist, die sind jetzt für Ausstellungen nicht mehr geeignet. Und weil die zwei sich so schön zusammengetan haben und so schön brav zusammenbleiben, habe ich sie alle zwei genommen. Na, lauft ne weiter. Schöner Stall. Bezeit. Na, geht nicht zu. Oh, ist fein. Reili, du lässt's ja. Paula? Miau. Und ihr? Na, geht auch rein. Ach nee. Sollen wir wieder spazieren? Ja, was soll ich sagen? Der Zaun hier, ne? 1,50 Meter hat er locker. Aber wie man sieht, die kommen raus. Ja, die fliegen rauf und fliegen einfach drüber. Was will man machen? Ja, so ist die Sache halt. Tja. Ja, das Material für hier unten habe ich mir jetzt schon rausgesucht. Das muss ich bestellen. Ich will Holzpfähle hier reinmachen mit Isolatoren. Da kommt dann eine Elektrolitze ran. Ja, ich habe jetzt mit einer Bekannten gesprochen. Die 2 Meter Abstand vom Außenzaun werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Kann ich mir eventuell sparen. Ich warte ja, wie gesagt, immer noch aufs Veterinären, was die mir sagen, wie die es gerne hätten. Das Ganze ist ja aber keine richtige Freilandhaltung, sondern eine Auslaufhaltung. Ist ja quasi direkt in der Nähe zum Wohnhaus, direkt am Stall hier. Also toi toi toi, bislang noch nie Wildschweine hier auf dem Grundstück sehen, auch auf dem Feld hier unterhalb und auf unterem Feld und die Wiesen dort noch nicht. Eigentlich, wenn die Wildschweine da waren, dann immer hinten im Wald, aber auf der anderen Seite hinten draußen auf die Wiesen. Also bei uns hier vorne eigentlich noch nie.
Mal gucken, was das Veterinäramt sagt. Vielleicht reicht 1 Meter Zaunabstand von außen. Für die Hühner wäre es ja nicht verkehrt. Wenn die dann quasi da ein bisschen Abstand hätten. Die können da hinten draußen picken, können aus dem Weg gehen, wenn die Schweine kommen. Na, geh dann mal mit rein. Komm. Und dann wäre das eine Win-Win-Situation für beide. Ja, ich würde wie gesagt ein bisschen Abstand haben. Das muss ich ja mal gucken, wie sie das wollen. Aber das sehen wir. Ja, und dann schauen wir mal. Die Hühner und die Hähne sind im Stall. Die Hähne, die sieht man ja gleich. Die ragen ja richtig hoch raus, richtig hochhackig groß. Natürlich lang nicht so groß wie der Rotranne hinten. Ja, mal schauen, wie sich die dann machen. Bin ich gespannt. So, der Stall ist auch fertig. Die dürfen morgen früh wieder raus. Bei uns gibt es jetzt dann Abendessen. Und dann schauen wir weiter. Ja, so viel zu dieser Neuerung hier unten bei mir. Dann habt ihr das auch gesehen. Dann wisst ihr, was jetzt hier passiert ist. Ich freue mich über die zwei. Bislang funktioniert es wunderbar. Klar, vorhin hat es mal einen kleinen Kampf gegeben. Da hat quasi der Rotranne dem einen vor die Hähne gezeigt, du pass auf, so nicht, ne? Unterscheiden kann ich die beiden jetzt nicht, muss ich gestehen. Aktuell zumindest nicht. Mal schauen. Also meinen, den sehe ich gleich, wer das ist. Der ist ein bisschen gerupft, der legt sich aber auch mit allem an. Die anderen zwei, muss ich mal gucken, kommt wahrscheinlich mit der Zeit, wenn ich es jetzt eine Zeit lang habe, dann kennt man so die Eigenheiten und dann wird definitiv feststehen, wer wie heißt. Das sehe ich dann. Ja, sind auf alle Fälle aber richtig schöne und freut mich, dass ich sie habe. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, 3 Hähne bei 38 Hühnern aktuell, was will man mehr? Ich meine, warum soll das nicht gehen? Ach so, und was ich da noch vergessen habe, was ich noch sagen wollte, ja, gestern Abend, kurz bevor ich fort bin, die Hähne abholen, ist mein Vater zu mir gekommen und dann sagte, wie schaut es denn aus, die Flächen da, also quasi die Wiese, die ich jetzt immer bewirtschaftet habe da unten und die eine am Bahndamm, die muss ich euch bei Gelegenheit einmal zeigen, weil wir die ja mal kündigen müssen, dass man sie selber bewirtschaftet. Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich verkehrt wäre es nicht. Man hätte halt dann wieder die eigene Fläche zurück und ich müsste da das so Stückerles wirtschaften, weil die eine ist 0,5 Hektar schön gerade, die andere da, das sind 0,9 Hektar, alles schön eben, richtig schön zu erreichen, prima zu bearbeiten. Habe ich gesagt, also eigentlich wäre es nicht verkehrt, wenn man die Pacht quasi dafür streicht und ich würde sie wieder komplett selber bewirtschaften. Ja, da haben wir drüber geredet und unter eines Feld in Petzmannsberg draußen, muss ich auch bei Gelegenheit einmal zeigen, wo das ist. Das sind ja ca. 1,7 Hektar oder sowas in den Dreh. Die liegen ja jetzt schon seit ein paar Jahren brach. Da läuft der Vertrag auch aus. Da hat er gesagt, ob er den dann auch mit kündigen soll. Da habe ich gesagt, naja, schön wäre schon. Ist von der Katasterkarte her, wenn man sieht, oder allgemein vom Kataster her eine blöde Fläche. Die ist mittendrin in einem großen Feld. Ja, aktuell ist die Fläche quasi, das sind naja, knapp 6 oder 7 Hektar insgesamt. Und da ist unten ein kleines Teil davon mittendrin. Geht ein wenig blöd übers Eck rüber, das zeige ich euch mal auf der Karte. Aber ja, es ist wie gesagt die letzten Jahre nicht mehr bewirtschaftet worden, das kleine Stück da innen. Weil das ist vor dem anderen gebocht gewesen und der hat scheinbar aufgehört oder was, oder macht nichts mehr. Die Bocht kommt noch ganz normal, aber es wird nichts mehr bearbeitet. Und da hat er schon gesagt, also eventuell, dass man das dann ankündigt. Ist zwar blöd zu bewirtschaften, weil es eben so eine blöde Ecke ist. Aber wäre möglich. Klar, schöner wäre es natürlich, die ganze Fläche dann zu haben, hätten wir ein ebenes Grundstück. Aber mein Gott, ich kann damit leben. Ich habe dann schon gesagt, das wäre Fläche, da könnte ich zum Beispiel auch mal Haben anbauen, Hafe. Oder halt dann auch mal meiner Dinge, wo ich suche. Also ich möchte ja gerne einfach mal einen Raps probieren. Hatten wir noch nie. Ist noch nie gemacht worden bei uns. Wäre mal sowas, was mir noch raushängt. Oder natürlich auch, wie gesagt, Buchweizen. Dinkel, Emme, Einkorn, das wären noch so Dinge, die würden mich auch unheimlich reizen. Ja, das ist Versuchsfläche. Wir haben es halt nie gemacht auf unserem 2,7 Hektar Feld hier, weil du willst ja für irgendwas leben auch und zumindest die kleine Fläche hat ein bisschen Ertrag erwirtschaftet. Und wenn ich jetzt da hergehe und sage, auf die Fläche möchte ich jetzt das und das und jenes noch, da haben wir wieder diese, ja, wie hat es früher geheißen, 3 Felder Wirtschaft, das ist ein Schmarrn. War ja jetzt schon immer mit den Kartoffeln so eine blöde
Rumfahrerei. Habe ich schon gesagt, eventuell wäre es auch eine Möglichkeit, die Kartoffeln dann aus in dieses komische Dreieck die Kartoffeln reingesetzt. Und das Feld dann quasi viereckig abgeteilt und eine andere Fläche dann als Getreide oder so. Ich muss mir das auch mal angucken, ich muss mir das auch vor Ort mal angucken. Ich kenne das Feld so eigentlich gar nicht, das ist schon seit, ja, also bestimmt seit fast 20 Jahren jetzt verpacht. Ja, so in den Dreh, ich war damals klar und jung. Da waren wir mal draußen, da haben wir Kartoffeln da draußen gehabt, davor hat es dann nicht mehr gemacht, weil dann die Neubausiedlung da draußen gekommen ist. Da hat er gesagt, da weiß der nicht, wer im Feld rumstapft. Mal gucken, mal sehen. Also wie gesagt, ich fände es schön, wenn man es wieder hätte. Würde mich freuen. Und ich zeige euch die Flächen bei Gelegenheit einmal, da fahren wir mal draußen vorbei oder so. Ja, gut. So viel dazu. Gibt es da noch was Aktuelles? Aktuell noch, die Felgen vom IHC sind jetzt beim Reifenhändler. Die haben wir vorhin reingefahren. Die neuen Reifen stehen schon drin, die sind bloß heute nicht dazugekommen zum Aufziehen. Also die neuen Reifen werden wahrscheinlich morgen aufgezogen. Und voraussichtlich morgen können wir die Komplettreifen dann wieder abholen und montieren auf dem IHC. Da sieht der Plan dann vor, dass wir jetzt dann demnächst Mist streuen. Ich will meinen Festmisthaufen hinten weg haben. Der kommt aufs Feld. Und anschließend natürlich dann gleich ackern und Saatbeetbereitung für den Winterweizen fürs nächste Jahr. Schauen wir mal. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus, bis dahin.